Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation, hier auf wwwjulmedia tvde Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir wollen gemeinsam weiter die Geschichte der Reformation studieren und das Leben der Reformatoren unter die Lupe nehmen. Heute soll es vor allem um den letzten Monat des Jahres 1518 gehen. Und an dem zweiten Teil dieser Folge wollen wir uns anschauen, was einige der äh, kleineren Reformatoren im gesamten Jahr 1518 erlebt haben, was sich nicht immer so genau auf einzelne Daten fest ähm, ja, machen lässt. Aber bevor wir damit beginnen, wollen wir jetzt noch einmal gemeinsam beten und dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir auch heute aus der Reformationsgeschichte etwas lernen dürfen, wie du Männer und Frauen benutzt hast, um dein Werk, die Verkündigung des Evangeliums in dieser Welt voranzubringen. Wir dürfen aus ihren Fehlern und aus ihren Siegen lernen und möchten dich bitten, dass du mit deinem heiligen Geist gegenwärtig bist, dass wir das erkennen, was für uns persönlich in unserer Zeit ganz besonders wichtig ist. Im Namen Jesu. Amen. Teil 28, Dezember 1518, Tage der Entscheidung. Nicht nur für Martin Luther, war es ein Zeitpunkt der Entscheidung, dieses äh, Ende 1518. Auch für Ulrich Zwingli, Zwingli war, stand eine große und wichtige neue Entscheidung an. Er sollte einen nächsten Schritt machen in seinem Leben. Er hatte jetzt fast drei Jahre in Einsiedeln als Prediger dort an der Wallfahrtskapelle gedient. Und eigentlich hätte er zurückkehren sollen nach Glarus, wo er ja zuvor etliche Jahre als Pfarrer gedient hatte. In Glarus hatte man sich schon auf ihn gefreut und doch kam alles anders im Laufe des Jahres 1518. Einer der Freunde von Zwingli, mit denen er im regelmäßigen Briefkontakt stand, das war der Oswald Mykonius. Der war seines Zeichens Lehrer am Großmünsterstift in Zürich und hatte mitbekommen im Laufe des Jahres 1518, dass ein neuer Leutpriester, ein neuer Prediger für dieses Großmünster in Zürich gesucht worden ist. Entsprechend hatte er Zwingli informiert und der hatte sich dann beworben. Zürich war die wichtigste Stadt in der ähm, Eidgenossenschaft und an diesem großen Münster Prediger zu sein, würde eine Bedeutung bedeutende Stelle sein, einen großen Einfluss hatte man dort an diesem Großmünster. Und so wurde dann tatsächlich Zwingli ausgewählt und er verbrachte dann die letzten Wochen des Jahres 1518 damit, sich äh, aus Einsiedeln zu verabschieden und sich vorzubereiten auf seinen neuen Dienst in Zürich, den er ab dem 1. Januar 1519 beginnen würde. Noch unsicherer war die Sache, die Lage für Martin Luther. Er war sich Ende November, so haben wir das letzte Mal in der letzten Folge aufgehört, nicht sicher, ob er in Wittenberg überhaupt bleiben könne. Er hatte in Erwägung gezogen, nach Frankreich zu flüchten. Und so feiert Luther am 1. Dezember seinen Abschied von seinen Freunden in Wittenberg. Er rechnet damit, dass er innerhalb der nächsten Tage oder Wochen die Stadt verlassen wird, vielleicht für immer. Und während er und seine Freunde dort in Wittenberg so ein letztes Mal gemeinsam zusammen essen, wie sie glauben, und den Abschied feiern, erreicht den Luther ein Brief von Spalatin. Und Spalatin schreibt in diesem Brief: Bitte bleibe. Und äh, Luther hat das sehr ernst genommen, diese Aufforderung, Wittenberg nicht zu verlassen. Trotzdem, war er sich weiterhin unsicher, wie geht es jetzt weiter mit mir. In diesen Tagen ist wohl, so lässt sich einigermaßen rekonstruieren, in Wittenberg, in Kursachsen, die Idee entstanden, möglicherweise den Luther in Schutzhaft zu nehmen, also den Eindruck zu erwecken, er würde gefangen genommen sein, aber in Wirklichkeit ihn damit vor Rom zu schützen. Eine Idee, die dann einige Zeit später, noch ganz berühmte, eine ganz berühmte Rolle spielen sollte im Verlauf der Reformation. Es sieht so aus, dass insbesondere Fabian Feilitsch, einer der sächsischen Räte, sich beim Kurfürsten stark für Luther eingesetzt hat. Schon zu der Zeit galt, dass einige der Berater vom Kurfürsten zu den engsten Vertrauten und Anhängern Luthers zählten. Und. So entscheidet sich der Kurfürst Anfang 1500, vom Dezember, Anfang Dezember 1518 in einer wirklich, man muss sagen, weltgeschichtlich bedeutsamen inneren Entscheidung dafür, sich hinter Luther zu stellen. Anfang Dezember hat dann auch Luther davon erfahren und gewusst, der Kurfürst steht hinter mir. Man hat verschiedentlich versucht zu ergründen, was den Friedrich III. dazu bewogen haben könnte. Waren es allein politische Interessen? War es vielleicht der Sorge um die, was die Sorge um die Universität, all das wird eine Rolle gespielt haben, doch lässt sich nicht ausschließen, sondern es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass Friedrich III. selbst auch persönlich geistlich angesprochen war von der ähm, Position Luthers und auch wirklich Sympathien hatte für das, was Luther lehrte und wofür er stand und sich deswegen auch inhaltlich durchaus vorstellen konnte, Luther weiter erstmal. Zu verteidigen. Luther weiß, wie gesagt, jetzt, dass er in Sachsen, in Kursachsen, erst einmal sicher ist. Der Gedanke der Ausreise ist allerdings noch nicht völlig vom Tisch, denn Luther möchte ja auch keinesfalls Friedrich III. irgendwie belasten, weil der mit seiner Entscheidung, sich hinter Luther zu stellen, ja jetzt selbst das Risiko äh, auf sich genommen hat. Zumal braucht Luther auch eine gewisse Freiheit, um theologisch arbeiten zu können und äh, in dieser zeit in dieser äußerst spannenden unsicheren zeit die jetzt äh, wo große weichenstellungen für die nächsten jahre getroffen werden hatte luther auch die ersten gedanken ähm, durchdacht ähm, er wollte eine schrift herausbringen in der es über die herrschaft des antichristen in rom gehen sollte also diese idee dass der antichrist in rom Herrscht, die ging ihm jetzt Ende 1518 doch zum ersten Mal konkret durch den Kopf. Derweil wandte sich Johann Eck an den Herzog Georg von Sachsen. Der Eck wollte unbedingt die Disputation mit Karlstadt, wobei es natürlich nicht nur um die 380 Thesen von Karlstadt, sondern ganz besonders natürlich um die Theologie von Luther gehen sollte. So wie äh, in den Einige Wochen zuvor in Augsburg mit Luther ausgemacht, sollte es 1519 zu dieser großen öffentlichen Disputation kommen. Und man hatte sich entschieden, das in Leipzig stattfinden zu lassen. Und so hat sich Johannes Eck jetzt an den Landesfürsten gewandt, nämlich Herzog Georg von Sachsen. Natürlich nicht zu verwechseln mit dem Kurfürsten von Kursachsen. Wer die ersten Folgen dieser Serie gesehen hat, weiß, dass er ähm, Sachsen geteilt worden war. Nicht viele Jahre zuvor in Kursachsen und das Herzogtum Sachsen. Und. Äh, Herzog Georg von Sachsen sollte die Erlaubnis erwirken, an der Universität diese Disputation durchführen zu können. Die Universität war allerdings gar nicht begeistert. Die wollten nicht hineingezogen werden in diesen politischen Streit und lehnten deswegen ab. Die äh, Argumentation war simpel: äh, In dem Streit geht es unter anderem um den Papst, über den darf man gar nicht äh, disputieren. Und so hat die Universität vorgeschlagen, man solle doch lieber eine Synode einberufen äh, oder eine Verhandlung vor päpstlichen Kommissaren durchführen. Also die Universität von Leipzig sagt, wir wollen damit nichts zu tun haben. Mitten in den Vorbereitungen von Zwingli jetzt äh, nach Zürich äh, überzuwechseln, kam ein Gerücht auf, das leider nicht nur ein Gerücht war. Und das Anlass gab für Zwingli am 5. Dezember einen Brief zu schreiben, der bis ins 19. Jahrhundert im Wesentlichen geheim gehalten worden ist, von dem man nichts wusste. Und der bis heute eigentlich relativ unbekannt ist in der Zwingli-Biografie. Es geht darum, dass Zwingli auch in seiner Zeit in Einsiedeln einen moralischen Fall gehabt hat. Am besten lassen wir ihn selbst zu Wort kommen, wie er das hier am 5. Dezember 1518 ausdrückt. Er schreibt an einen Freund, zuerst also soll dir nicht verborgen sein, dass ich vor ungefähr drei Jahren den festen Vorsatz gefasst hatte, kein Weib mehr zu berühren, weil er ja Paulus gesagt hat, es sei gut, wenn man kein Weib berühre. Wir erinnern uns, dass er in seiner Zeit in Glarus als Pfarrer immer mal wieder äh, außerehelichen Geschlechtsverkehr mit Frauen gehabt hatte, aber dann sich vorgenommen hatte, aufgrund seines Studiums des Evangeliums diese Sünde aufzugeben, zu bereuen und nicht mehr zu tun. Und dann äh, sagt er aber hier im nächsten Satz, aber es ist nicht gut gelungen. In Glarus blieb ich allerdings von da ein, ein halbes Jahr meinem Vorsatz treu, in Einsiedeln aber nicht mehr länger als ein Jahr, da ich eben in Einsiedeln, und jetzt Achtung, das ist auch eine interessante Formulierung hier, niemanden fand, der diese Lebensweise mit mir teilte, wohl aber nicht wenige, die mich verführten. Und dann geht es weiter, ach, da bin ich gefallen und dem Hunde gleich geworden, der sich zu seinem Auswurf wendet, wie der Apostel Petrus sagt, oh mit tiefer Beschämung, Gott weiß es, hole ich dies aus den Tiefen meines Herzens herauf, sogar vor dir, vor welchem ich mich doch auch mündlich weniger als vor sonst irgendeinem sterblichen Menschen auszusprechen scheuen würde. Und diese Angelegenheit, die äh, dann für einigen Aufruhr gesorgt hat, muss einen Fall betreffen, der nicht nur einmal vorgekommen ist. Denn äh, Zwingli sagt hier, dass er in, in, in Einsiedeln nur ein Jahr ausgehalten hat, er war ungefähr drei Jahre da. Und heraus kam die Sache, weil eine junge Frau schwanger gewesen ist und in Zürich sogar Beschwerde eingelegt hat, dass man diesen Zwingli nicht als Prediger anstellen sollte, weil er sie geschwängert habe. Und Zwingli geht dann noch ausführlich auf die, die Umstände ein und äh, stellt klar, es habe sich zumindest nicht um eine Jungfrau gehandelt oder eine verheiratete Frau. Aber ähm, der Brief ist ein bisschen. Äh, Schwierig auch, weil äh, ob, trotz seiner Reue er in gewisser Weise auch die Schuld sehr auf die Frau abschiebt und äh, nicht allzu gnädig mit ihr umgeht. Und das ist ein, klein, ein dunkles Kapitel im Leben von Zwingli, was uns mehrere Dinge lehrt. Zum einen, dass auch die größten der Reformatoren äh, nicht frei von schweren moralischen Fehlern waren. Und zweitens, dass Gott in der Lage war, trotzdem auch solche Menschen, durch seine Gnade verändern konnte und dann zu Instrumenten seines Werkes machen konnte. Und das ist sicherlich die, die vor allem positive und äh, wichtige äh, Lektion aus dieser Geschichte. Am 7. Dezember hat äh, Friedrich III. dann sein Antwortschreiben an Cayetan verfasst. Der Legat war sicherlich sehr. Gierig zu sehen, ob der mächtige Kurfürst seiner Argumentation in seinem Bericht aus Augsburg gefolgt sei, aber Cajetan musste enttäuscht feststellen, dass der Kurfürst anders dachte und sich doch letztlich hinter Luther gestellt hatte. Die Antwort hat hier einige Hauptpunkte gehabt, die wir kurz anschauen wollen. Friedrich der III sagt, Luther wird nicht ausgeliefert werden, weil man bisher seine Ketzerei, die angebliche Ketzerei, nicht bewiesen hat und die meisten Gelehrten in Sachsen sehen überhaupt keinen Anhaltspunkt, dass Luther ein Heretiker sei. Außerdem, so schrieb Friedrich der III, würde eine Vertreibung Luthers der Universität schaden aus dem einfachen Grund, weil schon sehr viele Studenten ähm, nach Wittenberg gekommen waren, gerade wegen Luther, um bei ihm auch zu studieren. Luther erhält ähm, eine Kopie dieses Briefes natürlich auch und ist hochzufrieden, dass sein Landesherr, der Kurfürst, sich so hinter ihn gestellt hat. Trotzdem ist es äh, dem Kurfürsten daran gelegen, möglichst den Schaden zu begrenzen, und als er realisiert, was für ein Sprengstoff die sogenannten Acta Augustana sein könnten, also der Bericht dessen, was in Augsburg passiert ist. Nachdem er ja zuvor die Erlaubnis gegeben hatte, die drucken zu lassen, wollte er sie jetzt am 9. Dezember doch wieder zurückziehen und sagen, nein, lass uns das lieber nicht veröffentlichen. Doch dafür war es jetzt schon zu spät, der Druck war bereits unterwegs und so kam im Dezember tatsächlich dieser Bericht heraus von dem, was in Augsburg passiert war. Luther schildert hier zumindest seine Sicht der Ereignisse vom Oktober. Was war der wesentliche Inhalt? Schauen wir ganz kurz rein. In der Frage der Rechtfertigung war Luther sich so vollkommen sicher, dass das hier nochmal deutlich ausbreitet und, und äh, deutlich macht, dass er an dieser Stelle nicht widerrufen kann oder will. Ähm, außerdem macht er deutlich, dass das Kirchenrecht die Bibel an vielen Stellen verdunkelt. Hier sieht man erneut Luthers Bestreben, der Bibel die absolut höchste Autorität zukommen zu lassen. Selbst das Kirchenrecht kann nicht denselben, dieselbe Autorität beanspruchen wie die Bibel. Weiter heißt es, dass die Ablassthesen tatsächlich, also seine eigenen 95 Thesen, nicht mit der Papstbulle übereinstimmen, aber Luther trotzdem zu ihnen steht. Das heißt, er ist sich bewusst, dass er jetzt direkt. Dem widerspricht, was ein Papst schriftlich verkündet hat. Und er verwirft die Bulle, weil sie unbiblisch sei. Und das ist natürlich äh, enormer Sprengstoff, weil Luther hier deutlich sagt, nachdem er ja in Augsburg noch versucht hat, irgendwie einen Kompromiss zu finden und irgendwie seine Sicht mit der Bulle in Übereinstimmung zu bringen, davon will er jetzt nicht mehr viel wissen, sondern er sagt, die Bulle sagt was anderes, als was ich sage, und äh, ich stehe auf dem Boden der Bibel und der Papst liegt in diesem Punkt falsch. Und äh, um das biblisch auch zu untermauern, geht er auf Matthäus 16 ein. Jene berühmte Stelle, auf die man sich schon seit Jahrhunderten bezieht, um zu begründen, warum das Papsttum absolute Autorität haben sollte, auch in Lehrfragen. Und äh, Luther schaut sich die Stelle genau an und zeigt exegetisch, dass sich Matthäus 16 nicht auf das Papsttum bezieht. Dort hatte Jesus gesagt zu Petrus, und ich sage dir auch, Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Und das seit Jahrhunderten hatten Kirchenrechtler und Theologen behauptet, dass diese beiden Verse dem Petrus und den vermeintlichen Nachfolgern des Petrus eine herausgehobene Stellung unter den Aposteln zusprechen würden. Und Luther hat durch Bibelstudium erkannt, dass das nicht der Fall ist, dass es das eine falsche Interpretation dieser Bibelstelle ist. Zum einen, weil Jesus später dieselben Worte allen Jüngern zuspricht. Und zum anderen, weil der Felsen, auf den sich Christus hier bezieht, Christus selbst ist und nicht Petrus. Und äh, diese Erkenntnis baut Luther jetzt in diese Acta Augustana mit. Hinein. Weiter lesen wir dort, dass er jetzt mit dem Ablass kurzen Prozess macht, während er ja äh, hier auch eine Entwicklung durchgemacht hat. Seit dem Oktober 1517 ist er jetzt an einem Punkt angekommen, wo er ohne Umschweife und ohne ähm, ja, Harmoniebedürfnis deutlich sagt, der Ablass ist Verführung. Er ist Geldmacherei und er hat überhaupt nichts mit den Verdiensten Christi zu tun. Wir erinnern uns im Herbst 1517 klang das noch ganz anders. Da wollte er nur gegen die Exzesse in der Ablassverkündigung, gegen die Übertreibung eines Tetzels vorgehen, aber dieser Weg hat ihn jetzt viel weiter geführt, als er ursprünglich gedacht hatte. Er hat mittlerweile erkannt, dass der Ablass an sich systemisch unbiblisch ist und man sich vor ihm hüten sollte. Am 9. Dezember hat Luther no Nachrichten aus Nürnberg erhalten, dass Karl von Miltitz der päpstliche Gesandte auf dem Weg nach Sachsen sei. Luther weiß nicht genau, wie Miltitz einzuschätzen ist, er weiß nicht genau, was die Mission äh, von Karl von Miltitz ist. Und von daher hat er erst einmal den Eindruck, dass sich die Lage erneut dramatisch zuspitzt. Ebenfalls im Dezember hatte Luther mit dem Rektor der Universität Wittenberg, seinem Freund Bartholomäus Bernhardi, einige. Verabredungen getroffen. Man hat ja Stück für Stück versucht, die ganze Scholastik, dieses, äh, die alten Altlasten ähm, aus den Vorlesungen zu entfernen. Und so hat man sich jetzt im Dezember entschieden, all die Vorlesungen, die auf den Schriften von Thomas von Aquinas beruhen, vor allem die über Physik und über Logik, all das wegfallen zu lassen. Und. Äh, Diejenigen, die auf Duns Scotus basieren, die sollten noch äh, fortbestehen, bis man auch diese Themen allein aus den Quellen ohne scholastische Kommentare behandeln kann. Stattdessen äh, hat man sich geeinigt, äh, Ovids Metamorphosen äh, als äh, Studieninhalt auch zu haben, eines der antiken Werke, das sich auch im Mittelalter immer großer Beliebtheit erfreut hat, trotz seines sehr deutlich heidnischen Charakters. Melanchthon hat dann äh, Luther eingeladen, mal einen Brief an seinen Großonkel zu schreiben, an Reuchlin. Und äh, Luther hat das dann auf Drängen von Melanchthon auch äh, begonnen, hat ihm einen äh, Brief geschrieben und ihn sehr gelobt für seinen Kampf für die wahre Theologie. Und hat dann sich selbst auch ein bisschen beschrieben, wie er einen ähnlichen Kampf hat. Wir erinnern uns, Reuchlin war ja schwer angegangen worden von den Dominikanern in Köln, vor allem wegen seinem Eintreten für die hebräischen Schriften der Juden. Und er hatte sich einem Heresieprozess, einem Inquisitionsprozess ausgesetzt gesehen, hat am Ende dort den Sieg zwar davongetragen, aber... Sein Name war verbunden mit diesem Machtkampf mit der Kirche und so hat Luther naturgemäß da versucht, eine Parallele zu ziehen und äh, sich ein bisschen auf seine Seite zu stellen. Heuchlin hat den Brief allerdings nie beantwortet. Er hat sich immer sehr auf Distanz gehalten äh, zu Luther und dem ganzen Reformationsgeschehen. Am 13. Dezember hat Cajetan, der zu dem Zeitpunkt in Linz weilte, den Bischöfen dort mitgeteilt, dass es jetzt eine neue dogmatische Definition gibt. Nämlich man hat den Ablass, wie in der letzten Folge ja schon gesehen, dogmatisch per Papstdekret einfach definiert. Und damit hat man jetzt die Sache gelöst, so glaubt man, weil man die Anfragen Luthers jetzt nicht mehr groß exegetisch äh, widerlegen muss. Man kann einfach sagen, der Papst hat gesprochen, so ist es und fertig aus und die Bischöfe nehmen das natürlich wie sie es gewohnt sind erst einmal auch so ganz fraglos entgegen. Um die Zeit herum ist äh, Luthers Appellation an ein Konzil, die er Ende November hatte äh, durchführen lassen, veröffentlicht worden, wohl auch äh, gegen Luthers Willen. Er hatte das ja eigentlich mehr als As im Ärmel geplant, als äh, etwas, was man in der Hinterhalt, Hinterhand haben konnte. Und diese Veröffentlichung, diese Appellation an ein Konzil erregte große Aufmerksamkeit. Luther hat, wie die Universität in Paris einige Monate zuvor sich an ein Konzil gewandt. Gleich zehnmal wurde diese Appellation nachgedruckt und hat erneut für Wellen geschlagen. Am 18. Dezember hat dann Miltitz Nürnberg erreicht, gemeinsam mit dem kaiserlichen Rat Pfeffinger. Und äh, dort in Nürnberg traf er einige alte Bekannte, unter anderem auch Christoph Scheuer, den äh, Juristen, der auch mit Luther befreundet war. Drei Tage äh, hält sich Miltitz dort auf und man äh, spricht sehr ausführlich. Es stellt sich heraus, dass Miltitz. Ein sehr offenherziger Typ ist und nicht großartig Geheimnisse für sich behält. Er erzählt ganz frank und frei, wie man in Rom die Sache mit Luther sieht. Und dadurch äh, kann Scheuerl und einige andere Freunde von, von Luther können heraushören, wo das eigentliche Problem ist. Und entsprechend dann Luther Informationen zukommen lassen. Man erfährt von Miltitz zum Beispiel, dass man in Rom gar nicht so sehr an den 95 Thesen sich stört. Oder auch nicht an den, an den Erklärungen dazu, sondern vielmehr an dem Sermon vom Ablass. Warum? Die 95 Thesen und auch die Erklärungen sind in, auf, auf Latein verfasst worden. Aber der Sermon vom Ablass ist auf Deutsch und damit ist die ganze Sache vor dem Volk ausgebreitet worden und das nennt man dem Luther mehr als die 95 Thesen übel. Und äh, man erfährt auch durch diese Gespräche, dass man in Rom durchaus kritisch über Tetzel und dessen Predigten denkt und dass der Papst sogar den Pirias, den Gutachter getadelt hat, weil der zu oberflächlich gehandelt hat in seiner Gutachten gegen Luther aus all dem schöpfen Scheuel und seine Freunde die Hoffnung, dass die Sache vielleicht doch differenzierter ist und dass man hier Verhandlungspotenzial hat. Andersrum erfährt Miltitz jetzt von Pfeffinger und von Scheuel erst überhaupt wie stark Luther beliebt ist, wie, wie groß die Sympathien fühlen sind. Und es stellt sich heraus, dass Miltitz äußerst beeinflussbar ist. Je mehr man positiv über Luther von ihm gegenüber ihm redet, desto mehr fängt er an, im Gespräch seine eigenen Position zu modifizieren. Und äh, am Ende dieser Gespräche verabschiedet er sich sogar von dem Plan, direkt gegen Luther vorzugehen. Kaum sind diese Gespräche vorbei, informiert Scheuer brieflich Luther und auch spalatin über das, was man gesprochen hat. Und hier haben wir einen Ausschnitt aus diesem Brief vom 20. Dezember und er zeigt, welche Begabung Scheuerl in Sachen Diplomatie hat, hatte, aber er zeigt auch, warum Scheuerl niemals Reformator gewesen ist. Lesen wir mal äh, gemeinsam hier, es bewegt dich dein Gewissen, er schreibt an Luther, der Schrift mehr zu gehorchen als dem Papste. Aber vielen scheint es, dass es dem Papst gegeben sei, die Schrift auszulegen. Und alles muss umsichtig und klüglich gehandelt werden. Es muss Rücksicht auf die Ordnung genommen werden, denn unserem Statthalter ist nichts verhasster als Sorgen. Wenn die Fürsten dir abstehen, was wirst du ausrichten? Und man sieht hier sehr viel menschliche Voraussicht, aber eben halt nur menschliche Voraussicht, wie sich jetzt auch in den nächsten äh, Sätzen zeigen wird. Scheuel schreibt weiter. Wohin würdest du gehen können, wenn der Fürst, also der Kurfürst, dich verlässt? Viele trauen den Franzosen wenig. Karl, gemeint des Miltitz, hält es für gewiss, dass der König Franz, das ist der König der Franzosen, dir nicht drei Tage beistehen würde, wenn der Papst widerspricht. Mit ihm stimmt auch der Kaiser überein, welcher, wie ich höre, rät, dass du dem Papst gehorchen solltest. Pfeffinger sagt, dass er um deiner Sache willen viele tausend Schritte gegangen sei. Was sich hier andeutet, ist, dass es in diesen Wochen und Monaten eine große Anzahl von diplomatischen äh, Bewegungen gegeben hat, die wir heute gar nicht mehr rekonstruieren können. Dieser kaiserliche Rat Pfeffinger muss sehr viel für Luther hinter den Kulissen getan haben. Aber doch sind ihre Hände auch irgendwo, äh, oder ihre Möglichkeiten beschränkt, ihre Hände gebunden und so. So hoffen sie, dass Luther jetzt ihrerseits, äh, seinerseits, einen Schritt auf die andere Partei zugeht. Weiter heißt es hier: Was du vermögest, hast du genugsam gezeigt. Rom fürchtet dich. Also mit anderen Worten: Luther, du kannst jetzt ein bisschen nachgeben, weil du hast bewiesen, ja, dass du recht hast. Du hast bewiesen, dass du Rom herausfordern kannst und deine Sache ist genug bewiesen. Jetzt kannst du doch äh, auf Rom zugehen, oder? Ein weiser Mann hat sich immer so gehalten, dass er sich in die Zeit schickte. Das Übrige kann man für gelegene Zeit aufsparen. Mit anderen Worten, was noch mehr an Reformation notwendig ist, das kann man ja dann äh, mal durchsetzen, wenn es Zeit dafür gibt. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Jetzt sollte man einfach wieder den Frieden suchen. Und dann endet er hier mit diesem Satz. Mir gefällt dies Wort. Lobenswerter ist es, mit Gewinn zu weichen, als mit Schaden zu siegen. Also auch scheuer, genauso wie Capito, den wir schon in einer Folgenfolge in einem Brief gesehen haben, ähm, war genau wie Capito eher jemand, der das Risiko scheute, der auf Diplomatie und auf Harmonie setzte. Und äh, wenn Luther auf diese Freunde gehört hätte, wäre wahrscheinlich die Reformation eher begraben worden, ehe sie richtig äh, ausgebrochen ist. Luther war aus anderem Holz geschnitzt. Und obwohl er vielleicht nicht einmal der gelehrteste seiner Zeit war, war er mit Sicherheit der mutigste und der tapferste und der in mancher Hinsicht auch ein besonders aufrichtiger, was ihn besonders dazu befähigte, Reformator zu sein in dieser Zeit. Und was sicherlich nicht so einfach flutterte, dass auch seine besten Freunde ihm, wenn sie ihn nicht schon zum Widerruf aufriefen, ihm doch so ein bisschen das Gefühl gaben, du solltest jetzt auch ein bisschen auf den Papst zugehen. Am 21. Dezember, einen Tag später, haben wir einen Brief von Luther an Spalatin. Der hatte ihn gefragt, angesichts der weit verbreiteten Forderungen nach einem Türkenkrieg, insbesondere auch durch den Papst, der dazu eine Steuer erheben möchte, ob es biblisch gesehen überhaupt richtig wäre, zu dem jetzigen Zeitpunkt gegen die Türken militärisch vorzugehen. Und Luther verneint das. Er sieht mehr Gründe gegen einen Türkenkrieg biblisch als für einen. Und wir haben hier einen kurzen Auszug aus seinem Brief. Derselben Meinung ist auch Erasmus an vielen Stellen, wie du besser weißt als ich. Erasmus war ja ohnehin ein großer Pazifist, wie wir gesehen haben. Ich halte dafür, dass wenn durchaus mit dem Türken gekämpft werden soll, man zuerst bei uns anfangen müsse. Vergebens führen wir auswärts fleischliche Kriege, solange wir daheim durch geistliche Kriege überwunden werden. Mit anderen Worten, bevor wir versuchen, die, die Türken äh, zu bekriegen, sollten wir erstmal die eigenen internen christlichen Probleme in der Christenheit lösen. Und dann sagt er diesen äh, interessanten Satz: Da aber der römische Hof heutzutage die Tyrannei aller Türken übertrifft, mit so großen Gräulen kämpft er gegen Christum und seine Kirche. Also, Luthers Punkt ist ja deutlich: Warum sollen wir jetzt äh, mit viel Geld einen Krieg gegen die Türken führen, wenn ein viel größeres Problem für die Christenheit die Tyrannei in Rom selbst ist? Einen Tag später schreibt Scheuel nochmal einen Brief und er möchte noch einmal den Eindruck seines Briefes, den er zwei Tage zuvor geschrieben hat, verstärken, auch wenn dieser jetzt etwas kürzer ist. Hier noch ein paar, ein paar Ausschnitte daraus. Es versichert mein Karl, das ist Miltitz, es habe der apostolische Stuhl in zehn Jahren keine schwierigere, beängstigendere, besorglichere und demütigendere Sache gehabt. Also, was dieser Satz sagen will, das ist wirklich erstaunlich. Durch Karl von Miltitz erfährt man, dass man in Rom die Angelegenheit mit Luther für eine der schwerwiegendsten Kirchenangelegenheiten hält, die es in den letzten zehn Jahren gegeben hat. Also das sagt uns zwei Dinge. Erstens, dass äh, Luthers Reformationsanliegen mittlerweile wirklich von der Kirche als eine echte, äh, ein echtes, weitreichendes Problem wahrgenommen worden ist. Aber gleichzeitig, dass man noch keinerlei Idee davon hat, wie weitreichend... Diese Sache sein wird, wenn man es einfach jetzt mit den nächsten, letzten zehn Jahren vergleicht und noch keine Ahnung hat, dass hier ein Jahrtausendereignis vor der Tür steht. Weiter heißt es in dem Brief von Scheuerl an Luther, du müsstest etwas tun. Das gibt die Meinung von Karl von Miltitz wieder. Du müsstest etwas tun, wenigstens den sehr heftigen Brief an den Kardinal wiedergutmachen. Dieser sei unwillig über des Vikarius und deinen Weggang aus Augsburg. Ohne ihn zu begrüßen. Also, der Kardinal Cajetan ist äh, ungehalten darüber, dass Staupitz sich einfach so aus dem Staub gemacht hat und auch Luther äh, aus Augsburg geflüchtet ist. Und äh, Scheuer gibt jetzt die Idee weiter, die Karl ihm gesagt hat, aber scheint das auch ein bisschen zu unterstützen wollen, dass Luther auf den Cajetan wieder zugeht. Neben all dem war Luther ja immer noch auch Professor und Theologe. Und im Dezember. Gegen Ende des Jahres äh, fasst Luther einen Plan. Er möchte seine Galater-Vorlesung, die er äh, einige Zeit zuvor äh, an der Universität gehalten hat, umwandeln in einen Kommentar. Es wäre der erste äh, Kommentar zu einem Bibelbuch, den er herausbringen würde, ähm, über die neue reformatorische Theologie zumindest. Und er nutzt diesen Galaterbrief vor allem deswegen, weil sich anhand dieses kurzen Buches so viel zeigen lässt von dem, was er erkannt hat. Nur einige Verse aus dem Galaterbrief zeigen, wie sehr dort eigentlich das äh, präsentiert wird, was den Luther umtreibt. In Galater 1, Vers 8 zum Beispiel. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was sie euch verkündigt haben, der sei verflucht. Diese Idee, dass man dafür kämpfen muss, dass es nur das wahre, echte, reine Evangelium gibt und gepredigt wird. Vers 10, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein, Christ, ein Knecht des Christus. Und äh, das hat den Luther sehr angesprochen, diese Idee, nicht äh, zuerst zu schauen, wie Menschen über mich denken, sondern zuerst vor Gott aufrichtig zu sein, koste es, was es wolle. Und genau diese Einstellung hat äh, es möglich gemacht, dass Gott den Luther benutzen konnte als so einen Spaltkeil, der in den Irrtum des Mittelalters hineindrang und die Reformation möglich gemacht hat. Kapitel 12, 2, Vers 11. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Das war zu dieser Zeit Luthers. Führendes Argument gegen die Unfehlbarkeit des Papstes. Wenn der Papst der Nachfolger Petrus ist, wie er behauptet, dann kann er sich irren, denn auch Petrus hat sich geirrt und man kann dem Petrus ins Angesicht widerstehen. Und genau das fühlte der, der Luther. Luther konnte sich so sehr mit äh, Paulus hier identifizieren, weil er meinte und zu Recht meinte, der Papst ist im Unrecht und ich muss ihm ins Angesicht widerstehen. Weiter lesen wir in Galater 2, Vers 16 weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Die Rechtfertigung aus dem Glauben wird im Galaterbrief so wie im Römerbrief so klar und so deutlich formuliert, dass man es nicht missverstehen kann. Deswegen, Auch deswegen eignet sich besonders der Galaterbrief, um die, die neue reformatorische Theologie den Menschen nahezubringen. Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Diese enge Verbindung mit Jesus, die Luther in diesem schönen Satz auch ausgedrückt hat. Er ist mein und ich bin sein. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Die Bedeutung des Kreuzes, das war etwas, was den Luther so sehr umgetrieben hat, was ihm so wichtig geworden war, was ihm ähm, dieses, dieses, diese neue Erfahrung der Vergebung und der Reinigung geschenkt hat. Galater 3, Vers 11, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Selbst der Satz, der ihm... Ähm, die Augen geöffnet hatte damals im Turm, den er eigentlich in Römer gelesen hat. Derselbe Satz, der findet sich auch hier im Galater äh, 3. Und so sieht man also ohne jeglichen Zweifel, warum der Galaterbrief so geeignet war, aus Sicht von Luther seine Sicht darzustellen. <laughs> Galater 3, Vers 29: Wenn ihr bei Christus angehört, so seid ihr Abrams -Same und nach der Verheißung erben die Wichtigkeit, zu Christus zu gehören. Galater 5, Vers 16. <laughs> Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Luther hat ja deutlich in seiner Lehre immer wieder betont, dass ein Bekehrter und ein Gerechtfertigter dann durch den Heiligen Geist gerne das tun wird, was Gott verlangt. Und auch das ist im Galaterbrief deutlich ausgeführt. Und dann noch einmal hier, fast wie ein Schlussfanal am Ende des Galaterbriefes. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und Lothar wollte sich auch nichts anderes rühmen, als allein des Kreuzes Jesu. Und deswegen, fast der Ende 1518, diesen Entschluss. Ich will einen Kommentar, einen kompletten Kommentar über diesen Galaterbrief äh, verfassen, damit diese wunderbare Botschaft weit verbreitet wird. Am 26. Dezember hat sich dann äh, Miltitz in Gera gemeldet bei Spalatin und äh, Miltitz hat dann angefangen auch mit dem Sächsischen Hof zu verhandeln in den letzten Tagen des Dezembers. Und am 29. Dezember... Hat dann Johann Eck nochmal die Initiative ergriffen in Vorbereitung auf die geplante Disputation, die in Leipzig stattfinden soll, obwohl die Universität da immer noch dagegen ist. Lässt Eck jetzt zwölf neue Thesen drucken, die zwölf Thesen des Johann Eck und äh, mit denen möchte er äh, disputieren mit mit Karlstadt. Aber der Inhalt der Thesen richtet sich offensichtlich gar nicht so sehr gegen Karlstadt, sondern gegen Luther. Vor allem deswegen, weil es dort um Themen geht, die Karlstadt nie berührt hat, sondern die direkt auf Luther zielen. Unter anderem äh, sind das der Ablass, wo Karlstadt immer etwas äh, zur Vorsicht äh, gemahnt hat, der Schatz der Kirche, die Absolution und das Fegefeuer. Und äh, damit zeigt sich, dass Eck eigentlich äh, Luther als seinen Hauptgegner sieht. <laughs> Er greift auch eine Aussage von Luther heraus, die dann im nächsten Jahr noch heiß diskutiert werden wird. Nämlich Luther hatte behauptet, dass es vor Papst Silvester nicht Usus war, dass der Bischof in Rom einen Vorrang von den anderen Bischöfen hätte. Und das ist natürlich jetzt ein gefundenes Fressen für Johannes Eck, weil er daran zeigen möchte, dass Luther das Papsttum verachtet. Und entsprechend wird das in seinen zwölf Thesen dann aufgegriffen. Am 31. Dezember, am letzten Tag des Jahres, hat dann Georg von Sachsen eigenmächtig eine Zusage erteilt an Johann Eck, dass die Disputation, die geplant ist, wirklich in Leipzig stattfinden kann. Und das obwohl die Universität sich querstellt. Ähm, Georg ist jemand, der wirklich auch theologisch interessiert ist. Er möchte die Wahrheit herausfinden. Und er ist der Meinung, wenn die Wahrheit in Leipzig erkannt wird, dann wird das doch den Ruhm... Der Universität nur mehren und selbst wenn das die Universität selbst nicht so sieht, ist er der Meinung, es tut der Universität gut. Und da außerdem die Leipziger Universität selbst kein Urteil fällen soll, sondern nur als Gastgeber fungieren soll, sieht er nicht ein, warum äh, das nicht in Leipzig stattfinden soll. <laughs> Damit ist jetzt eigentlich de facto klar, es wird zu dieser Leipziger Disputation kommen. An der Stelle wollen wir jetzt noch einmal. Summarisch schauen, was andere Reformatoren oder spätere Reformatoren im Jahr 1518 erlebt haben. Das ist zum Beispiel Gabriel Zwilling, der 31-jährig nach Wittenberg zurückkehrte äh, und dort dann Magister wurde im Jahre 1518 und sich auch dem Kreis der Reformatoren anschloss und jetzt auch ähm, in diesen Kreis gehörte. Öko Lampard, der seit 1510, seit acht Jahren in Weinsberg Prediger war und dort immer mehr angeeckt war aufgrund seiner Predigten, die eine Reform der Kirche zum Ziel hatten. Er wurde abberufen aus Weinsberg und zwar nach Basel, dort an das Münster. Verantwortlich für diesen Ruf war kein Geringer als äh, Wolfgang Köpfle genannt, Capito, der ja auch mit Luther im Engen Kontakt stand und der die Qualitäten des Ökolamparts erkannt hatte und ihn als einen vollmächtigen Prediger in Basel haben wollte. Und äh, dort hat sich Ökolampart auch einen Namen schnell gemacht, er hat dort äh, mächtige Predigten gehalten, unter anderem gegen die Unsitte, zu Ostern witzige Geschichten in den Predigten zu erzählen. Ähm, hat also die Ernsthaftigkeit der biblischen Berichte herausgestellt. Er hat auch dort eine griechische Grammatik veröffentlicht. Ein wichtiger Schritt auch in der Karriere von Spalatin war das Jahr 1518 allein deswegen, weil er nun zu einem der Beichtiger von Kurfürsten wurde und äh, damit ein sehr enges, vertrautes Verhältnis zu Friedrich dem Dritten hatte. 1518 hat... Äh, Joachim von Watt genannt Wadian, nach etlichen Jahren in Wien. Er war dort seit 1512 Professor gewesen, später auch noch Rektor. Er hat jetzt seinen Lebensmittelpunkt wieder zurück in seine Heimat verlegt nach St. Gallen, wo er eigentlich herkam. Und äh, hat auf seiner Rückreise auch noch verschiedene große Städte besucht. Äh, Leipzig, Breslau, Krakau. <laughs> er kannte viele Humanisten und war mit ihnen befreundet. <laughs> in St. Gallen war er jetzt als Berater. Als allgemeiner Ratgeber angestellt und nahm auch die Aufgaben eines Stadtarztes wahr. Er hatte in Wien äh, einiges äh, in medizinisch gelernt an der Universität, äh, insbesondere aus der arabisch-lateinischen Tradition, die schon etwas fortgeschrittener war, wenn man von fortgeschritten sprechen kann im, im Mittelalter. Und äh, er wurde für stattliche 50 Gulden ähm, dies dafür entlohnt. Eine kleine Geschichte noch aus seinem Leben 1518 besagt, dass er mit einigen Freunden, unter anderem seinem Schüler Konrad Grebel und auch mit Oswald Mykonius, das ist der, der dann auch Luther, nach äh, der Zwingli nach Zürich geholt hat, dass sie sich gemeinsam vorgenommen haben, einen berühmt ein berühmtes Bergmassiv zu besteigen, das bis zu dem Zeitpunkt noch niemals bestiegen worden war. Das Pilatusmassiv bei Luzern und tatsächlich, ist die Besteigung von Mykonius, Grebel und Vadian die Erstbesteigung dieses großen Berges. Also manche Reformatoren waren auch äh, wirkliche Wanderfreunde. Einer der Schüler von äh, Luther in Wittenberg war Agricola, der ein begeisterter Anhänger von Luthers Lehre war. Und der veröffentlichte die Vater-Unser-Auslegung, die Luther schon 1517 verfasst hatte. Luther war mit der Ausgabe nicht allzu, nicht ganz zufrieden. Johannes Bugenhagen hat seine Arbeit beendet an der Geschichte Pommerns, die er im Jahr zuvor begonnen hatte, und er hat sie dann im Herzog Bogislav dem Zehnten von Pommern übergeben. Dieses Projekt war entstanden, weil der Kurfürst Friedrich der Dritte es angeregt hatte. Zeitgleich war eine, eine Geschichte Sachsens entstanden und äh, Bugenhagen hat äh, sich hier sehr verdient gemacht. Es war ein Pionierwerk und es trug leichte humanistische Züge. Kaspar Aquila führte reformatorische Ideen in Jengen ein. Er hatte sie durch Luthers Schriften kennengelernt und das Jahr 518 markiert jetzt einen Wendepunkt, weil eine ganze Reihe von Leuten durch die Schriften, eine ganze Reihe von Leuten durch die Schriften von Luther ähm, die Reformation anfangen anzunehmen und dann in ihren jeweiligen Bereichen umzusetzen. Tetzel ist äh, in diesem Jahr zum Doktor der Theologie in Frankfurt-Oder promoviert und stand jetzt sozusagen akademisch auf derselben Stufe, ähm, was die Ausbildung betraf wie. Luther. Matthäus Zell, 41 Jahre, ist Prediger am Straßburger Münster geworden. Und äh, hier haben wir dieses äh, Straßburger Münster, äh, eine, eine große, ähm, große Kathedrale. Jan Bresan oder auch Johannes Briesmann, 30 Jahre alt. Er war ja ein Sorbe und Franziskaner hat sich in diesem Jahr an der Universität in Frankfurt oder immatrikuliert. Was war eigentlich mit Thomas Münzer, der ja einige Monate in Wittenberg verbracht hatte und dort auch den Thesenanschlag live miterlebt hatte? Den hielt es nicht lange in Wittenberg. Er war eher ein unruhiger Geist schon damals und äh, es hat sich dann in verschiedenen Orten aufgehalten, ist in Franken und auch in Thüringen umhergereist, obwohl er weiterhin auch in Braunschweig bezahlt worden ist. Johannes Hess, der mehrere Jahre lang als Sekretär des Bischofs von Breslau gearbeitet hatte und zuvor ja in Wittenberg studiert hatte, der hat sich nach Bologna auf den Weg gemacht, nach Italien, um dort ein Theologiestudium noch aufzunehmen. Bartholomäus Rieseberg kam in diesem Jahr nach Wittenberg, auch um bei Luther zu studieren. Einer von denen, äh, von der immer größer werdenden äh, Studenten, Gruppe die spezifisch nach Wittenberg kommt, um bei dem berühmten Luther äh, Theologie zu studieren. Michael Celius Celius wird äh, als Pfarrer ordiniert in Grimma und Rochlitz und äh, hatte viele Jahre zuvor als Lehrer in seiner Heimatstadt Döbeln gelebt. Ebenfalls mit Luthers Lehre bekannt geworden ist in diesem Jahr Ambrosius Blara, der schon seit etlichen Jahren im Schwarzwald, im Alpirsbach, Pfarrverweser ist und äh, er dort jetzt im Kloster durch die Schriften äh, Luthers sich äh, zu diesem wahren Evangelium dann Schritt für Schritt bekehrt. Johannes Draconitis hat einen Briefkontakt mit Erasmus begonnen und äh, Melchior Hofmann ist eine ganz interessante Figur. Äh, als junger Mann hatte sich bereits für die Ideen der Reformation begeistert und interessiert durch die Schriften Luthers. Er war kein Theologe und er gehört zu dem, zu dem kleinen Kreis von Leuten, die keine akademische Ausbildung hatten und trotzdem Reformatoren geworden sind. In jener Zeit waren die meisten Reformatoren, wie wir gesehen haben, alle Universitätsabsolventen. Äh, Aber Melchior Hofmann ist hier eine Ausnahme. Er war gelernter Kirschner. Und ist dann sozusagen als eine Art Zeltmacher, als eine Art Laienprediger durch die Lande gezogen. Er ist dann sogar eingeladen worden nach Neukirch von Georg von Zittlitz und Neukirch. Und äh, es ist dieser Melchior Hofmann, der mit 23 Jahren die ersten reformierten, also, ja, der Reformation verpflichteten Gottesdienste in Schlesien abgehalten hat und das als. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt verbreiten sich die Ideen von Luthers in verschiedensten Gegenden, nicht nur, wie gesagt, durch Theologen, sondern auch durch Laien. Johannes Knipstroh mit 21 ähm, war Ordensstudent der Franziskaner in Frankfurt oder und hatte sich dort erlaubt, jung wie er war, ausgerechnet in der Stadt, in der auch Tetzel gerade studierte und promovierte, für Luther Partei zu ergreifen gegen Tetzel. Und das hat eine Auseinandersetzung in Frankfurt oder zur Folge gehabt. Und aus Folge dessen ist Knipstrow aus Frankfurt-Oder ausgewiesen worden und in ein anderes Kloster versetzt worden nach Pyritz. Und das hat ihn aber gar nicht weiter gestört. Und er hat dort in Pyritz im Kloster weitergemacht und das Evangelium, so wie er es bei Luther entdeckt hat, zu predigen. Ebenfalls mit Luthers Schriften bekannt geworden ist Wolfgang Mäuslin oder Wolfgang Musculus der war ebenfalls 21 und war benediktiner Mönch mit äh, Hang zum Humanismus in Lothringen in Lixheim im Kloster und äh, für ihn ist dieser Moment als die Schriften Luthers ihren Weg finden in das Kloster dort ein Wendepunkt in seinem Leben er bekehrt sich er bleibt aber noch etliche Jahre im Kloster und ist quasi so ein lutherischer Mönch in diesem Kloster er ist dort sehr beliebt als Prediger und kann dort sehr viel für die Wahrheit wirken. Hieronymus Baumgartner war 20, kam aus Nürnberg und hat sich ebenfalls in Wittenberg immatrikuliert. Er hat vor allem engen Kontakt zu Melanchthon gehabt, wo er ein- und ausging. Er hat in Wittenberg Philosophie, Jura und Mathematik studiert und hat sich dann allerdings äh, von Luther und Melanchthon inspirieren lassen und sich dem Studium auch der alten Sprachen gewidmet. Konrad Gräbel, der 20, Jahre lang, äh, der 20 Jahre alt war und in Wien bei Wadian, drei Jahre studiert hatte, ging aus Wien weg. Äh, Wadian hat ja auch, hatte auch Wien verlassen. Und äh, Gräbel kam nach Paris, um dort bei Glarian, einem anderen großen Humanisten, zu studieren, den er schon 1514 und 15 als Lehrer in Basel gehabt hat. Aber der junge Gräbel der ist von dem Studentenleben in Paris so sehr eingenommen, dass auch durchaus sehr locker äh, war, dass er dort nie einen wirklichen echten Universitätsabschluss erreicht. Manche Dinge ändern sich auch in 500 Jahren. Nicht. Johann Klupppreis aus Bottrop, 18 Jahre alt, begann sein Studium in Köln diesem Jahr. Und Friedrich Mykonius, wir erinnern uns vielleicht, das ist derjenige, der mal ohne Geld zu Tetzel gekommen war und gesagt hatte, er würde auch gerne den Ablass umsonst haben, gemäß des Evangeliums und abgewiesen worden war. Der traf, er war Möncher ja, mittlerweile, der traf Luther in diesem Jahr in Weimar. Und diese Begegnung mit Luther ist auch für ihn ein Wendepunkt in seinem Leben. Er hatte jahrelang Glaubenskämpfe gehabt, ähnlich wie auch Luther. Und Luther kann ihm helfen. Die Ideen, die Luther dort äh, ihm beibringt, begeistern Mikonius. Und in seinen Predigten, in seinem Orden wird jetzt immer klarer in der Verkündigung des Evangeliums. Und das provoziert natürlich, wie soll das anders sein, den Unwillen so manch anderen Ordensmitgliedes. Michael Weiße wendet sich im Kloster Breslau mit zwei anderen mit, äh, Mönchen der lutherischen Lehre zu. Und dafür werden sie aus gewiesen aus Breslau und äh, werden interessanterweise von den böhmischen Brüdern aufgenommen. Das sind ja die, die Nachfahren der Hussiten. Also ein Mönch liest Luther, nimmt das Evangelium an, ist darüber begeistert, möchte es weiter verbreiten, wird infolgedessen, so wie die Bibel das so oft vorhersagt, dass wenn wir für die Wahrheit einstehen, wir Widerstand erleiden müssen, ausgewiesen. Und dann, und das ist jetzt vielleicht der interessante Punkt an der Sache, führt ihn dieser Weg zu den Nachfahren der Hussiten. Und das, obwohl eigentlich äh, zu diesem Zeitpunkt zwischen Luther und den Hussiten noch keine echte theologische Verbindung besteht, zumindest äh, formal. Aber hieran sieht man schon, wie eng sie eigentlich im, im Inhalt gewesen sind. Johannes Zwick wurde 22 Jahre alt zum Priester geweiht, 1518. Und äh, Ulrich von Hutten war jetzt fest angestellt. Bei Albrecht von Brandenburg, dem Kurfürsten von Mainz und dem Erzbischof dort. Und äh, war weiterhin als Schriftsteller tätig, hat zum Teil sehr bissige Traktate auch gegen Rom und gegen den Papst verfasst. Ähm, und im Jahre 1518 vor allem auch einen Aufruf zum Türkenkrieg: Ad Principis Germanos ut Bellum Turkis. Sein Aufruf stand daran an, die deutschen Fürsten ihre Streitigkeiten beizulegen und gemeinsam gegen die Türkengefahr vorzugehen. Er hatte also hier offensichtlich eine andere Meinung als Luther. Und zu guter Letzt ähm, die Geschichte eines der vielleicht bemerkenswertesten Persönlichkeiten dieser Zeit. Ähm, Dietrich Smith beginnt mit 17 Jahren die Schule zu besuchen. Wir erinnern uns vielleicht, sein Vater hatte die Mutter verlassen, der Dietrich hatte eine wirklich schlimme Kindheit, er musste betteln, er musste durch handwerkliche Tätigkeiten versuchen, als Ältester die Familie durchzubringen, seine Mutter und seine Geschwister zu ernähren, bis die Mutter neu heiraten konnte. Dann hatte er eine Schuhmacherlehre absolviert, die allerdings aufgeben musste, weil er Räumer in den Gelenken hatte. Und er hat erst mit 15 Jahren angefangen lesen und schreiben zu lernen, sodass er jetzt mit 17 eine Schule Besuchen konnte in Emmerich und dann später in Münster. Also jemand, den das Leben überhaupt nicht begünstigt hatte und der trotzdem, äh, trotz all dieser Widrigkeiten, dann später zu einem wertvollen Reformator geworden ist. Und ich denke, das sollte uns auch eine Ermutigung sein, ähm, dass egal was unsere Umstände sind, egal wie das Schicksal vielleicht äh, vermeintlich zugeschlagen hat in unserem Leben, wir mit Gottes Hilfe doch ihm zur Ehre leben können. In der nächsten Folge wollen wir dann uns anschauen, was das Jahr 1519 brachte. Wir werden uns die ersten drei Monate genauer unter die Lupe nehmen und es wird dann heißen Zwingli in Zürich. Und natürlich wird es nicht nur um Zwingli gehen, sondern auch um all das, was jetzt Martin Luther erlebte und wie dieser Streit mit Rom sich entwickeln würde und wie auch die geplante Disputation in Leipzig. Ähm, vorbereitet werden würde. All das in der nächsten Folge hier auf Yule Media TV. Bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes Segen und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn das heißt Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.